all den Hallelujas hier. Keinem was heilig mehr. Die gebrochenen Kinder der zerbrochenen Stadt. Stimmung könnte jederzeit kippen, aber noch ist intakt. Werf alles ab, lass es brennen in dir. So, ich treffe mich jetzt hier mit dem Jens. Ich stehe bei mir vorm Haus. Und da vorne kommt er schon angekurvt. Da ist er. Hallo Jens. Ja, er ist auch schön warm eingepackt. Ich auch. Da ist mein Rad. Das ist dann der Jens hier mit seinem Hobel. Und wir fahren jetzt. Da haben wir eine richtig dicke Mütze an. Ne? Nö. Ist nur der Buff. Ist nur der Buff. Wir fahren jetzt nach Schlossburg. Ja. Und unterwegs trinken wir uns einen Kaffee, weil wir haben ja Gaskocher und alles dabei. Geil. Jo. Müssen wir eben kurz noch was einstellen. Ja, dann stellen wir mal eben was ein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Tour. Bis gleich. Ciao. So, Hallöchen. Wir melden uns von der Balkantrasse. Und das, was ihr hier seht, das ist eigentlich noch gar nichts zu der Strecke, die wir gerade eben bis hierhin hatten. Und wir sind jetzt echt die ganze Zeit nur am Schieben und legen gerade einen schönen Wandertag hier ein. Weil man kann nicht fahren, es ist unmöglich. Der Jens ist ein bisschen besser dran als ich. Der hat ein bisschen mehr Profil drauf. Aber ich bin hier mit meinen WTBs hier gerade extremst aufgeschmissen. Scheiße, es ärgert mich. Aber dafür ist es eine richtig schöne Landschaft. Ja. Richtig fein. Und, ja. Und eigentlich wollte der Gravel-Türke heute mitkommen. Aber der hatte schon angerufen und gesagt, dass er leider nicht kann. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ich will nicht wissen, wie es bei dem ausschaut. Ja, da wird es nämlich wahrscheinlich noch schlimmer sein. Wenn du im Chaos bist, dann wird die Kasse darüber aufziehen sein. Ja, denke ich auch. Ja gut, ich weiß gar nicht, Jens, was hältst du davon? Da kommt einer mit dem Fahrrad. Da kommt einer mit dem Fahrrad gefahren, aber der hat ein Dreirad dabei. sollen wir uns gleich mal irgendwie am Abzweig einen Kaffee machen? Ja, können wir machen. Cool, dann nehmen wir euch jetzt mit zum Abzweig runter, Hückeswagen, da trinken wir einen Kaffee. Bis gleich, ciao. So, wir machen uns jetzt hier einen schönen Kaffee. Sind jetzt hier gerade am Abzweig angekommen, runter nach Hückeswagen. Haben unsere Kocher angeschmissen. Jetzt gibt's Kaffee. Und gerade eben haben wir noch einen freundlichen Fahrradfahrer getroffen. Er hat uns gesagt, dass ab Wermitzkirchen die Trasse wieder geräumt ist. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dann sehen wir uns gleich in Wermitzkirchen und wir hauen uns jetzt einen Kaffee rein. Bis später. Ciao. So, meine Schaltung ist eingefroren. Mal eben kurz einen Brenner dran halten. Mal gucken, ob sie denn dann gleich funktioniert wieder. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away. So. So, wir sind jetzt hier gerade in Wermitzkirchen in der Sparkasse. Mal eben ein bisschen aufwärmen. Wobei eigentlich die Kälte ist, glaube ich, jetzt gar nicht so das Problem. Das Problem ist halt tatsächlich, dass meine Schaltung schon wieder eingefroren ist. Und ich dachte mir so, ja okay, wenn wir einen Moment hier drin stehen, können wir auch ein bisschen Kohle ziehen. Schaltung wieder ein bisschen auftauen lassen, aber das wird nicht lange dauern. Dann friert die wieder ein. Dann muss ich mal gucken, dass ich vorher noch den richtigen Gang finde. Aber bisher richtig geil. Auch mit dem Kaffee gerade eben da an dem Abzweig. Da haben wir noch so einen Opa getroffen. Dem haben wir uns dead unterhalten. Macht unheimlich viel Spaß. Ja, klar. Bei dem Wetter kann man auch Fahrrad fahren. Richtig.
kein Schlechtwetter. Gibt kein Schlechtwetter, genau. Gut, also ich hole jetzt Kohle, wir warten noch einen Moment und dann fahren wir weiter nach Burg. Schloss Burg, sind wir ja schon gar nicht mehr so weit entfernt. Gut, dann bis gleich. Ciao. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. They're almost dead and they're dripping that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. Okay, also wir sind angekommen auf Schloss Burg. Wir sind jetzt hier im ja, quasi noch vor der Burg. Vor der Burg. Die Burg ist da vorne. Ihr seht schon, hier sind ohne Ende Umbaumaßnahmen gerade am Laufen. Deswegen, also hier an dieser Stelle, wo diese grünen Container stehen, da wäre normalerweise die Statue von dem Engelbert von Berg. Diese Statue ist 1925 aufgebaut worden. Die hat irgend so ein Künstler gemacht halt. Und ich werde jetzt gleich mit euch mal in den Innenhof reingehen und danach ist Feierabend. Ich habe mich gerade noch mal informiert. Also in der Burg drin dürfte ich nicht filmen, sobald ich irgendwelche Sachen im Internet veröffentliche. Außer ich hätte die Verwaltung hier angeschrieben. Aber so eine wichtige Person bin ich jetzt nicht. Kommt noch. Ich nehme euch rein mit in den Innenhof. Oder wir nehmen euch rein in den Innenhof. Dann gucken wir mal, wo wir unsere Räder abstellen können. Und dann laufen wir mal durch die Burg durch. Ja. Vielleicht können wir ein paar Fotos machen. Das ist erlaubt mit dem Handy. Aber dann wiederum, wenn ich sie hier reinpacke, veröffentliche sie. Das wäre... Gut, okay, man weiß es nicht. Ich guck mal. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt im Innenhof. Ah, hier habt ihr den Bergfried. Da habt ihr den Jens. Ja, im Moment ist hier wirklich, wird alles umgebaut. Schade eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Normalerweise hier die Treppen. Geht man hoch, dann kommt man in den Rittersaal. Aber ja, ich denke, keine Ahnung, wie lange die Umbaumaßnahmen hier dauern. Schade. Ich glaube noch anderthalb oder zwei Jahre. Anderthalb, zwei Jahre, okay. Ja, schade eigentlich. Vor allem muss ich mal dringend auf Toilette. Das WC war vor dem Dings. Echt? Okay, alles das klar. Steht da vorne. Gut, dann drehen wir nochmal um. Okay, also wir sind jetzt hier gerade oben auf dem Bergfried. Ich bin ja jetzt nicht wirklich in der Ausstellung drin. Ich dachte mir, ich zeige euch wenigstens noch eine kleine Aussicht vom Bergfried aus. Runter auf die Burg noch, ganz da hinten,
ist ein Kriegerdenkmal, Soldatendenkmal. Ne? Von hier aus sieht man den. Und ganz weit da unten ist Unterburg. Da kommen wir auch gleich durch. Und in diese Richtung dort ist Altenberg. Und was Altenberg jetzt eigentlich genau mit Schloss Burg auf sich hat, dann erzählen wir euch gleich beim Kaffee. Also, gut. Schade eigentlich, dass wir euch nicht hier mehr zeigen können, aber es ist halt leider nicht erlaubt. Und das kann ich auch verstehen und will ich auch so respektieren. Ich würde sagen, wir zwei, wir fahren jetzt gleich nochmal irgendwie zum Diederichstempel. Dann machen wir uns dann nochmal einen lecker Kaffee. Jo. Geil. There's any way, because the answer lies in you. They're laid to rest before, they've known just what to do. Their souls are lost because they could never find. So, okay, das war unser Besuch auf Schloss Burg. Jo, war gut. Der war interessant. Wir sind jetzt hier am Diederichstempel, der ist hinter uns, deswegen, also quasi andere Seite, deswegen seht ihr den nicht, da können wir gleich nochmal reingehen, zeige ich euch. Der Diederichstempel hat aber nichts mit Schloss Burg zu tun. Nee. Und wir machen uns jetzt hier nochmal ein schönes Kaffeepäuschen hier. Hier liegt auch irgendwie so gut wie gar kein Schnee. Ne? Ja, wir sind 100 Meter tiefer als Wuppertal oder Remscheid. Ja, cool. Krass. Es ist auch jetzt, es ist von den Temperaturen her echt angenehm. Ja. Super geil. Gut, okay, auf jeden Fall Schloss Burg. Ich hätte euch gerne viel zu der Geschichte erzählt von der Burg, wann die gebaut wurde, wer sie gebaut hat, wie auch immer. Wäre natürlich extrem interessant gewesen, wenn man dann da durchläuft und dann zwischendurch ein bisschen was dazu erzählt. Okay. Ja. Ich könnte das ja jetzt machen, aber irgendwie kommt der Effekt jetzt nicht so rüber. Das ist schade. Gut, okay. Also wenn ihr dann trotzdem mal hier seid, in anderthalb bis zwei Jahren wird dann alles fertig sein. Momentan kann man sich nur eine kleine, sagen wir mal 10%, 15, 10-15% der eigentlichen Ausstellung kann man sich angucken. Dafür sind die aber auch mit dem Preis runtergegangen, was ich auch sehr fair finde. Und wenn die dann mal fertig sind, dann ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, klar. Und dann werde ich auch wieder selber hier hinkommen, weil das ist richtig cool. Hallo, das ist richtig cool, was die da in dem Bergfried und sowas alles gemacht haben. Okay, wenn ihr also was zur Geschichte wissen wollt von Schloss Burg, Google. Es gibt das Internet. Ansonsten schreibt es mir halt in die Kommentare. Ach so, die Tour hier, die zeichne ich natürlich auf. Packe ich auch den Link dazu, packe ich in die Videobeschreibung. Jetzt muss ich dabei sagen, dass ich, als wir dieses Stück durch die Burg da durch sind, habe ich natürlich das Navi dabei gehabt. Und es war immer an. Dementsprechend hat der auch alles aufgezeichnet. Nur so zum Verständnis, falls ihr euch die Tour da mal anschauen wollt. Nicht, dass ihr mit dem Fahrrad in die Burg fährt. Genau, nicht, dass ihr mit dem Fahrrad durch die Burg fahren wollt. Das funktioniert nicht. Okay. So, jetzt haben wir unsere Kaffeepause beendet. Jetzt zeige ich Ihnen euch noch mal eben, das ist der Diederichstempel. Einer von denen. Es sind zwei Tempel insgesamt. Einer, der steht bei der Münchner Brücke, ein bisschen unterhalb. Und der hier steht halt... Da hinten habt ihr sie, nochmal Schloss Burg. Ja, jetzt der Baum im Weg, da. Schön. Da unten habt ihr Unterburg. Jetzt gehen wir nochmal eben in den Tempel rein. Und hier oben nochmal die verschiedenen Wappen von Düsseldorf, Leverkusen, Lennep, Wuppertal, Remscheid, Solingen,
Burg an der Wupper und natürlich Wermelskirchen. Da unten fließt die Wupper. Und da vorne, da ist die Seilbahn und die ist sogar in Betrieb. Und ich meine, gelesen zu haben vor langer, langer Zeit mal, dass die Seilbahn ein echtes Upgrade gekriegt hat und dass man quasi sein Rad hinten dranhängen kann, um dann ja, mit seinem Rad hoch in die Burg zu fahren. Das ist übrigens die älteste Doppelseilbahn Deutschlands. Gut, okay. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich jetzt da nicht so viel erzählen konnte zu. Das ist schade. Ich habe mich so vorbereitet drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, guckt im Internet. Die Geschichte ist total interessant. Wir rollen jetzt weiter. Hier runter. Erstmal Richtung Unterburg, fahren an dem Klärwerk vorbei. Unten Münsten und dann auf die Morsbachstraße durchs Morsbachtal und das ist dann schon wieder Remscheid. Und dann bin ich auch schon wieder fast zu Hause. Ja, und der Jens. Und noch ein kleines Stück. Hab dann nochmal in voller Pracht. der hat dann noch ein kleines Stück bis nach Ronsdorf. Okay. Würde ich sagen, ich packe euch jetzt mal auf den Helm. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht. Ich habe nämlich meine Pin-Clips vergessen. Das darf nicht passieren. Dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen mehr Arbeit mit dem Umpacken, aber für euch mache ich das natürlich sehr gerne. Okay, alles klar. I still dream of Organon. I wake up crying. Also das ist, wir sind jetzt eigentlich immer noch in der Nähe vom Diederichstempel. Wir sind echt nicht weit gekommen. Also zum einen ist da hinten einfach alles, ja wie sagt man, abgeholzt. Ne? Abgeholzt und ist voll Matsche. Und dann kamen wir so in die Mocke da rein. Und ich wollte gerade durchstarten. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe festgestellt, ich habe eine Schraube von einem Glied an meinem Schuh verloren. Aber ich habe ja Gott sei Dank alles dabei. Das werde ich jetzt hier mal eben reparieren. Und dann rollen wir weiter. Ne? Scheiße. Scheiße.
Schlammfotos. Ja. Ja, okay. So, wir sind in Münxten. Münxten. Unterhalb der Münxner Brücke. Ja, von hier aus fahren wir jetzt dann Mosbachtalstraße. Ja. Und unten, wo die Mosbachtalstraße auf die Remscheider Straße geht, da trennen wir uns dann. Genau. Jens fährt nach Ronsdorf, ich zum Hasten nach Remscheid. Richtig. Und deswegen machen wir hier jetzt auch Feierabend, weil, ja. Andere ist nur Straße. Andere ist nur Straße, ist eigentlich uninteressant. Ne? Deswegen, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Gucken, genau, fürs Liken und vielleicht fürs Abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.